Organisation Gedankentanken präsentierte die erste Hamburger Rednernacht mit Vorträgen kurz und knackig, Impulse querbeet. Die Besucher konnten einen hochkarätigen und bunten Abend genießen, durch den sie von Bestseller-Autor, Erfolgscoach und Gedankentankengründer Dr. Stefan Friedrich höchstpersönlich begleitet wurden. Mit Wortwitz, Charme und dem ein oder anderen wertvollen Tipp unterstützte er die Zuhörer beim Auftanken der neuen Informationen. Coole Geschichte, geiles Publikum, schöne Location, gute Stimmung, wir kommen wieder. Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und die Programme von 2016 und 2017 versuchen mal festzuzurren. Es wird eines dieser beiden Jahre sein. Ja, das Verrückte ist, wir haben Hamburg eigentlich von Beginn an irgendwie auf dem Schirm gehabt. Da wir aber bislang aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht, anderen Locations den Vorzug gegeben haben, das war einfach am Anfang so. Also man fragt sich so, was sind die Städte, die am Anfang, und dann legt man irgendwann mal eine Reihenfolge fest. Köln war bislang logischerweise am häufigsten, weil wir da sitzen. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir nach Hamburg kommen. Wir lieben Hamburg. Also das ist eher Zufall jetzt. Der Grundgedanke der Rednernacht ist, dass ich mich frage, wie man es schafft, gute Inhalte oder inspirierende Inhalte so rüberzubringen, dass man auch ein paar Stunden sitzen bleibt und das konsumieren kann. Wenn ich einen Fernseher anschalte, kriege ich letztlich Unterhaltung. Wenn ich ein Buch lese, kriege ich Informationen und vielleicht ein bisschen Inspiration. Frage war, kann man diese beiden Welten irgendwie zusammenfrickeln? Und das ist so die Grundidee von der Rednernacht. Also Infotainment, ein inspirierender Abend, wo jeder was mitnimmt. Männlein, Weiblein, alt, jung, Business-Themen, private Themen, kreuz und quer. Darf gerne bunt sein, darf auch mal kontrovers zugehen, soll gerne was Künstlerisches beinhalten. So dass man nach Hause geht und wirklich einen Eindruck hat, ich bin satt geworden, ich habe Gedanken getankt und gehe mit so einem Gefühl nach Hause, wow, da nehme ich jetzt was mit. Hallo, mein Name ist Patricia Franke. Ich bin Verkaufsführerin und erzähle heute was über Motivation und Verkauf. Zum einen habe ich einen recht ungewöhnlichen Lebensweg. Ich habe mal als Burlesque-Tänzerin in London und Australien gearbeitet. Und bin jetzt aber Verkaufstrainerin und bin passionierte Verkäuferin und erzähle heute, was man aus so einem Club lernen kann und was man heute im Verkauf dafür braucht. Ach, hallo, mein Name ist Monika Hein. Ich bin Stimm- und Sprechtrainerin und rede darüber auf der Bühne. Heute bin ich hier als Kollegin, denn ich kenne viele, die auf der Bühne stehen, sehr gut. Und natürlich gucke ich, was Kollegen machen, aber ich bin jetzt nicht analytisch unterwegs. Also es bleibt nicht aus, dass mir was auffällt. Ich spreche über das Thema Selbstvertrauen, weil ich habe eine Taschendieb-Darbietung. Ich bin der König der Taschendiebe, mit meiner Darbietung weltweit unterwegs und zeige, warum sind wir nicht aufmerksam genug, warum bekomme ich nicht mit, dass mir die Uhr, der Gürtel, sogar die Krawatte geklaut wird. Wie kann ich meine Aufmerksamkeit sensibilisieren, zum einen, und wie erhalte ich so viel Selbstvertrauen, ich stand in Las Vegas auf der Bühne vor 4000 Zuschauern, dass ich so viel Selbstvertrauen bekomme, dass ich als kleiner Christian Lindemann aus Deutschland auf die Las Vegas Bühne bekomme. Also ich freue mich natürlich hier zu sein, ganz klar. Ich fühlte mich geehrt, als die Anfrage kam. Fand ich schön. Ja, natürlich bleibt und ist das Thema Xing ganz klar. Wobei 18 Minuten ist natürlich eine kurze Zeit, um jetzt komplett Xing einmal durchzunehmen. Das habe ich mir auch nicht vorgenommen. Ich gehe momentan sehr viel mit der Thematik Markenbotschafter raus. Das heißt, die Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Und ich habe vor ein paar Monaten eine Studie gemacht, habe Auswertung gefahren. Und darüber werde ich heute ein bisschen berichten. Ich habe Zahlen mitgebracht, ich habe Daten mitgebracht. Und werde einfach mal zeigen, was kann man da so machen und was ist gerade Sachstand? Na, der größte Spaß ist, dass ich machen kann, was ich tue. Ne? Ich gehöre ja nicht zu diesen ganzen Krawattenträger-Hanseln, die da draußen rumlaufen. So, ich bin halt vom Fischmarkt und da sind wir so, wie wir sind. Und das ist ja auch die Botschaft, dass die Leute das sein sollen. Die sollen echt sein, so wie sie sind, weil dann kommen die auch bei anderen an. Und auch die Führungskräfte, die haben dann Spaß und die werden von ihren Mitarbeitern geliebt. Denn Mitarbeiter tragen ihre Führungskräfte entweder auf Händen oder zu Grabe. Das müssen die endlich mal lernen, die Vögel da draußen. Ach, überhaupt nicht. Die leben doch in ihren eigenen Turm da oben. Die sehen überhaupt nicht mehr, was los ist. Das ist ein Beispiel aus dem wahren Leben. Ja, mein Chef war nämlich so ein Vogel. Da war der Eingang, dann war Herr Direktor sein Parkplatz, da stand sein fetter Jaguar und daneben waren dann 4 Kundenparkplätze und dort durften dann die anderen Führungskräfte parken und die normalen Mitarbeiter müssen natürlich ordentlich weit marschieren. Ja, also solche Leute haben das einfach noch überhaupt nicht begriffen. Die gehören in eine Generation 30er, 40er, 50er Jahre und die müssen auch langsam mal weg, denke ich. Jetzt wird Zeit für neue Köpfe und die denken ganz anders. Die haben nämlich schon viel von uns gelernt am Fischmarkt. Ich fühle mich fantastisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Publikum hat mir in die Augen geschaut und ich habe dem Publikum in die Augen geschaut. Die größte Herausforderung war, dass ich tatsächlich auf die Zeit geachtet habe. Und als dann der Nullpunkt erreicht war, habe ich meinen Vortrag geschlossen und hätte am liebsten noch mal 10 Minuten länger gesprochen, weil ich so viele Geschichten im Gepäck habe. Erfolg haben, erfolgreich sein. Na, dazu werde ich gleich 18 Minuten Zeit haben. Aber wir machen oft diese Unterschiede nicht.
Das heißt, wer Glück hat, muss nicht glücklich sein. Wer Erfolg hat, muss nicht erfolgreich sein. Reich an dem, was folgt. Also diese Unterschiede machen wir nicht. Da sind wir ein bisschen fahrlässig oft, auch in der Sprache. Und ich versuche das ein bisschen so darzustellen, dass wir das nachvollziehbar machen können, wie es auch dazu kommt, dass wir auf Dauer erfolgreich sind. Ich bin Sabine Schonert-Hirz, Dr. Stress, und ich bin dazu da, dass die Menschen ihren Stress überleben, ihre Karriere überleben, das, was sie alles vorhaben. Na, Bewegung ist was ganz Wichtiges in unserem Leben, und man sollte spätestens nach einer Stunde sitzen, auch wieder sich ein bisschen bewegen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, um auch die geistige Leistungsfähigkeit wieder etwas anzukurbeln. Was nehme ich mit? Dass die Menschen, und das freut mich als Trainer sehr, wirklich bereit sind, sich auf neue Sachen einzulassen, dass die Neugierde sehr groß ist, ja, und auch, dass die Mischung zwischen Info und Entertainment stimmen muss. Und das tut sie heute, glaube ich. Also die Seven Summits, das ist ein Begriff aus der Bergsteigerszene, also Seven von sieben und Summits von Gipfel, und meint den jeweils höchsten Berg auf allen sieben Kontinenten. Also ich bin ja 2007 mit diesem Projekt gestartet, das habe ich 2007 gemacht, weil das war so ein Kindheitstraum von mir. Also auch mein Vater hat mich einfach mal gefragt, Steve, was möchtest du später einmal werden? Da war ich 5 Jahre alt, konnte ihm keine klare Antwort geben, aber ich hatte ein ganz klares Bild von meinem geistigen Auge. Und das waren schneebedeckte Berggipfel. Und 25 Jahre später, das war 2007, war ich 30, da habe ich mich entschieden, diesen Kindheitstraum zu realisieren. Ja, Fazit bleibt, dass es wichtig ist, und das ist auch das, was ich in meinen Seminaren und Vorträgen und Büchern den Leuten versuche mitzugeben, es lohnt sich, an seinen Träumen dran zu bleiben. Ne? Weil ich gehe auch davon aus, dass jeder Mensch irgendein Bild in sich trägt, was noch nicht realisiert wurde. Ne? Und das sind so diese Bilder, die immer mal wieder auftauchen, ganz deutlich werden, da kommt ganz viel Farbe rein, das ist ganz präsent. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, aber im Moment kann ich das nicht realisieren, weil ich vielleicht noch das und das machen muss, weil die Zeit im Moment schlecht ist. Aber gerade die Dinge, von denen wir das Gefühl haben, eigentlich müsste ich doch mal. Eigentlich müsste ich doch mal mich selbstständig machen. Eigentlich müsste ich doch mal die Marketingideen in meinem Unternehmen umsetzen. Eigentlich müsste ich doch mal die und die Veränderungen durchziehen. Privat oder beruflich, vollkommen egal. Eigentlich müsste ich doch mal. Das deckeln wir dann häufig, weil unser Kopf sagt, das ist richtig, dass wir das müssen, aber jetzt ist echt ein schlechter Zeitpunkt. Und mein Appell ist es, diesen Traum einfach mal eine Stimme zu geben. Ja, also wir sind das erste Mal in Hamburg, das haben Sie richtig gesagt. Die letzte Veranstaltung war in Berlin. Was wir suchen, sind immer coole Locations. Und hier dieser Beach, das Beach Center war einfach eine geniale Möglichkeit, einfach die Themen rüberzubringen auf eine coole Art und Weise. Sehen überall Sand. Es soll entspannt sein. Es ist Wissensentertainment und da passt eine Location hervorragend dazu. Eine tolle Veranstaltung, tolles Publikum, super Organisation und einfach viel Impulse fürs Leben. Thema Selbstführung, authentisch sein im Berufsleben und im privaten und persönlichen Erfolg, sich selber ja, zu schaffen durch die eigenen Ziele, dass man sozusagen bei sich selbst bleibt und selbstbestimmt durchs Leben geht. Ja, ich bin extrem zufrieden mit der Hamburger Rednernacht. Wir hatten hier 300 Gäste. Für unsere Premiere sind wir damit total begeistert und super zufrieden. Ich glaube, die Leute haben es super aufgenommen, haben viel gelacht, haben Gedanken getankt, viele haben mitgeschrieben. Und ich bin extrem zufrieden und falle nach dem Abbau glücklich ins Bett. In dem weiteren Vortragsprogramm des Abends kamen beispielsweise noch Dieter Lange zum Thema Erfolg, Lutz Herkenrath für die richtige Kommunikation und viele weitere Referenten zu Wort. Für die Besucher gab es wertvolle Informationen, verpackt in interessanten Vorträgen und in einer unterhaltsamen Moderation.